Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich heiße Sie herzlich willkommen. Mein Name ist Karin Heist. Ich leite in der Körber-Stiftung die Projekte Demografische Zukunftschancen und begrüße Sie herzlich im neuen Jahr zum Jahresauftakt der Veranstaltungsreihe Demografie 3D, in der wir eigentlich regelmäßig im Körberforum wichtige Themen des demografischen Wandels behandeln, die wir aber weiterhin leider nur im Livestream der Körber-Stiftung aushandeln können. Denn auch in diesem Jahr 2021 müssen wir alle weiterhin mit Corona leben. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, selbst wenn einen die Krankheit nicht direkt betrifft, so allmählich sind auch die Begleiterscheinungen der Pandemie ermüdend und immer mehr Menschen reagieren doch leicht gereizt auf die kleinen und größeren Zumutungen unserer gesellschaftlichen Dauerdistanz. Da fügt es sich ganz gut, dass wir diesen Abend einem Thema widmen, das eine ganz andere Konzeption für den gesellschaftlichen Umgang miteinander vorschlägt, nämlich die liebende Kommune. Sie werden zustimmen, ja, der demografische Wandel findet natürlich vor Ort statt, in unseren Städten, Gemeinden und Dörfern. Dort müssen wir gutes Zusammenleben, gutes Altern gestalten. Das braucht den lokalen Rahmen, ja klar. Aber eine liebende Stadt, und das als Leitbild und als demografisches Konzept eines Verwaltungsbeamten? Tja, genau das bieten wir Ihnen heute Abend. Mit großer Freude darf ich Ihnen Hosea C. Dutschke vorstellen. Er leitet das Gesundheits- und Pflegeressort seiner Stadt Aarhus. Aarhus ist die zweitgrößte dänische Stadt in Nordjütland gelegen, immer eine Reise wert und wunderschön. Hosea C. Dutschke ist also zu beneiden, dass er heute Abend von dort referiert. Und ich sage erst einmal ganz herzlich willkommen, Hosea. Wir freuen uns sehr, dich wieder einmal als Redner, wenn auch virtuell, aber doch im Körperforum begrüßen zu dürfen. Und das möchte ich sehr gerne auch einmal auf Dänisch betonen. Jetzt hatte ich mir das hier eigentlich ganz schön eingestellt und möchte dank meiner dänischen Verwandtschaft einmal, weil ich es nicht selber sagen kann, also ich hatte mir den Satz wirklich vorgenommen auf Dänisch, ich konnte ihn aber nicht aussprechen. Hosea spricht ein paar Sprachen mehr. Er ist außerdem in Aarhus ein wichtiger Gestalter und Vordenker. In seiner Behörde ist er als Direktor für 7000 Mitarbeiter verantwortlich, außerdem aber auch für jede Menge wegweisende Einrichtungen und innovative Ideen für ein gutes Leben im Alter, für eine bürgerfreundliche Kommune und für ein gutes Miteinander. Das war der Eindruck, den wir auch persönlich bekommen konnten bei einer Studienreise, die uns 2019 nach Aarhus geführt hat. Im Rahmen unseres Programms Alter und Kommune hatte die Körber-Stiftung seinerzeit Vertreter und Vertreterinnen aus deutschen Kommunen eingeladen, die altersfreundliche Stadt Aarhus mit ihren vielen Aktivitäten besonders gegen Einsamkeit im Alter selbst kennenzulernen. Hosea Dutschke und seine Kolleginnen und Kollegen haben uns damals empfangen, uns ihre großartige Stadt gezeigt und vor allem eben ihren Kampf gegen Einsamkeit. Ich freue mich sehr, dass heute Abend auch viele kommunale Repräsentanten aus Orten in ganz Deutschland dabei sind. Aber die liebende Kommune ist beileibe nicht nur ein Thema für Verwaltung oder Politik, sondern eben auch für alle Bürgerinnen und Bürger, die an der Zukunft unserer Städte interessiert sind und die ein gutes gesellschaftliches Miteinander mitgestalten wollen. Herzlichen Dank deshalb für Ihr aller Interesse. Hören Sie, was Hosea unter einer liebenden Stadt versteht. Stellen Sie auch gern Ihre Fragen, die Sie ab jetzt schon per E-Mail stellen können. Die E-Mail-Adresse lautet demografie@körber-stiftung.de und Sie müssen nicht mitschreiben. Diese Adresse wird immer wieder eingeblendet. Ich werde am Ende Ihre Fragen einspeisen in die Diskussion. Ich bedanke mich im Voraus natürlich für die Bereitschaft unseres Referenten. Hosea, großartig, dass du heute Abend hier sprichst. Die 3D im Titel dieser Reihe, Demografie 3D, steht eigentlich für Demografie denken, deuten, diskutieren. Heute natürlich für Demografie Dänemark Dutschke.
Ich wünsche uns allen so einen spannenden Abend, allen miteinander. Durch diesen Abend führt uns später mein Kollege Jonathan Petzold, der im Bereich Alter und Demografie der Körperstiftung für so tolle Projekte zuständig ist, wie das Körperdemografie-Symposium oder eben die Expedition Age in City. Und von dieser Reise 2019 eben nach Aarhus haben wir damals einen tollen Film mitgebracht. Mit diesem Film möchten wir in den Abend starten. Danach wird sich Hosea Dutschke melden, dann kommt Jonathan Petzold mit in die Runde. Ja, allen viel Gewinn, viel Lernen, die liebende Kommune. Und wir starten den Film. Einen schönen Abend. Aarhus, die zweitgrößte Stadt Dänemarks, geht einen vorbildlichen Weg, um Einsamkeit zu begegnen. Mit ihrer Strategie und unterschiedlichen Projekten ist sie eine Inspirationsquelle, auch für deutsche Städte. Die Körperstiftung widmet sich den relevanten Themen unserer Zeit. Dazu gehört die Gestaltung des demografischen Wandels vor Ort. In einer alternden Gesellschaft wird auch Einsamkeit ein immer wichtigeres Thema. Bei ihrer Bekämpfung sind Kommunen die entscheidenden Akteure. Deshalb reist die Stiftung mit ihrer Expedition Age and City 2019 zusammen mit Demografieverantwortlichen aus ganz Deutschland nach Aarhus. Ich finde es außerordentlich spannend, wenn eine Kommune von sich selber sagt, sie will demografiefreundlich werden. Und wir sind hier ja in Aarhus, um herauszufinden, wie diese Strategie sich aufbaut und welche Elemente sie hat. In der Stadt und ihrer Umgebung leben insgesamt 345.000 Menschen. Die Kommune Aarhus organisiert und finanziert alle Angebote für ihre alternde Bevölkerung. Trotz eines vergleichsweise niedrigen Durchschnittsalters von 37,5 Jahren zeichnet sich der internationale Trend zu einer alternden Gesellschaft auch hier ab. Menschen über 60 machen in Aarhus fast 20% der Bevölkerung aus, Tendenz steigend. We have more and more people above 65 and it means that we have to take care of the things that is concerned to them. Die zuständige Behörde für Gesundheit und Pflege, das Health and Care Department der Kommune Aarhus, verfolgt im Umgang mit den Belangen Älterer einen innovativen Ansatz. Der Fokus liegt auf ihren Fähigkeiten. Selbstständigkeit soll möglichst lange erhalten bleiben. Zu einem aktiven Lebensstil wird ermutigt. Diese und viele andere Vorsorgemaßnahmen sind wichtige Bausteine des städtischen Vorgehens gegen Einsamkeit. Direktor und strategischer Vordenker in der Gesundheitsbehörde ist Hosea C. Dutschke. Er hat das Konzept der liebenden Kommune entwickelt. Unsere Idee mit Loving Municipality ist, dass wir versuchen, den Menschen zu helfen, dass sie immer noch in Relationen bleiben, selbst spät im Leben. Jeder braucht Liebe, auch wenn du alt bist. Die Kommune hat erkannt, dass Einsamkeit häufig der Anfang eines Weges in Hilflosigkeit, Demenz und Krankheit ist. Wir wissen, dass Einsamkeit ein großes Problem ist, auch in Aarhus. Und besonders, wenn du älter wirst, wird es noch größere Probleme und kann zu Depressionen führen. Und wir wissen auch, dass Einsamkeit einfach schlechteres Leben gibt und man stirbt einfach von Einsamkeit. Deswegen wollen wir versuchen, die Einsamkeitskurve zu brechen. Für die Arbeit der Gesundheitsbehörde sind 5 Grundsätze formuliert worden, die für alle Mitarbeitenden in ihrer täglichen Arbeit gelten. Ihr Ziel? Mehr Freude und eine bessere Arbeit mit den Bürgern zu ermöglichen. Sie lauten: Wir halten die Bürger fern. Macht den Bürgern. Zusammen mit den Bürgern. Den Angestellten Freiheit geben. Absichtsvolles Management. Der erste Grundsatz, wir halten Bürger fern, erstaunt. Gemeint ist, je besser die Bürger leben, desto weniger brauchen sie den Service der Verwaltung. Keeping the citizens away, das ist eine sehr deutliche Strategie. Die muss auch ein bisschen provozierend sein. Und wenn du so eine kräftige Strategie hast, dann musst du dann auch Initiativen machen, die die Strategie dann zum Gelingen tut. Weil sonst ist es ja einfach nur ein Stück Papier auf eine Wand. Hosea Dutschke hat mich da sehr beeindruckt mit der Vorstellung seiner Strategie. Keep the citizens away, was im ersten Moment plakativ und provokativ klingt, aber einen sehr ernsten und einen guten Kern hat. Was kann man machen, um die Bevölkerung zu befähigen, auch jetzt im Alter, selbstbestimmt in seinen eigenen 4 Wänden zu wohnen, in seinem Quartier zu leben? Die Behörde sieht sich nie nur als Dienstleister. Sie ist Teil der lebendigen Bürgergesellschaft der Stadt.
So wandelt sich durch eine aktive Gesellschaft auch das Selbstbild der Verwaltung vom Für zum Wir. We work with active citizens and we help them with health and care, the people who are in need of help, but we also see a lot of potentials. We also see that they can be active citizens that are a part of the municipality as a whole, so we don't just say this is the municipality, what can we do for you? We say what can we do together? Some people we just need to tap on the shoulder to be something for somebody else. Die Umsetzung erfolgt mit einer Vielzahl digitaler und analoger Angebote, wie dem DocX. Die Behörde legt großes Augenmerk auf technologische Lösungen. Sie sind Mittel zum Zweck, um Älteren eine längere Selbstständigkeit und höhere Lebensqualität zu ermöglichen. Die Dänen sprechen von Frihus-Technologie, Freiheitstechnologie. Mit dem DocX schafft die Behörde einen Raum, an dem die verschiedenen Geräte vorgestellt und ausprobiert werden können. DocX ist an interactive exhibition of health and assisted living technologies and welfare technologies. It is established as a kind of meeting place where companies can meet the citizens, all age, from the youngest to the oldest. The benefit is that the citizen has a source to be self-reliant. They have a source of knowledge, they have a place to go, to see, to touch, and also to take knowledge back. Sometimes we have younger people coming here and they saying, hey, this one I think would be very good for my grandmother. And then they come back and they try it. Sometimes they buy it, sometimes they apply for it at the municipality. But the gain is a greater level of self-reliability. Die Gesundheitsbehörde geht auch neue digitale Wege. Mit der Online-Plattform Genlu, zu Deutsch Echo, wird ein digitaler Treffpunkt geschaffen. Hier können sich Personen für reale Treffen zusammenfinden. Genlu aims to make it possible for all citizens in Aarhus to be part of meaningful relations. Genlu funktioniert wie ein digitales schwarzes Brett. Beispielsweise wird jemand zum Kaffee trinken oder Spazierengehen gesucht, woraufhin bei Interesse die Personen in Kontakt treten können. Eingeladen wird auch zu öffentlichen Veranstaltungen wie Konzerten oder Sportgruppen. Der Fokus liegt dabei immer auf realen Begegnungen. So unterstützt das Moderatorenteam die über 1300 Teilnehmenden auch persönlich bei der Nutzung. We made it that way because not everyone are able to use digital devices. Not everyone are able to use an online platform. So we added this human function and this possibility to get help from a human being. The help that you can get from a human being in Genlu enables us to work sort of more in depth with individuals and to, because for some people it takes quite a lot and then we are able to provide some more help. Ein realer Ort der Begegnung ist das Völkerstadt, ein attraktives Begegnungszentrum. Es bezeichnet sich selbst als Jäderum, Herzraum. Der umgebaute Bahnhof zieht bis zu 6000 Besucher pro Woche an und bietet Raum für über 580 Clubs und Vereine. Über Inhalte und Aktivitäten entscheiden die Bürger in Eigenverantwortung. Ein glänzendes Beispiel für Teilhabe und Vertrauen in die Menschen. Mehr als 30 weitere Zentren finden sich in Aarhus und laden zu Gemeinschaft und Teilhabe ein. Auch in Bezug auf Wohnen geht man in Aarhus neue Wege. Im neuen Stadtteil Aarhus Ö entsteht im Auftrag der Gesundheitsbehörde ein Mehrgenerationen-Wohnprojekt der Superlative. Im Haus selbst ist alles auf zufällige, absichtslose Begegnungen der Bewohner ausgelegt. Neben Wohnungen für Menschen jeglichen Alters werden viele Gemeinschaftsflächen eingerichtet. Offene Küchen, Gemeinschaftsbalkone, Theater oder Café. Überall finden sich Räume, um zusammenzufinden. I think it's a good idea because it makes the possibility for everyone to feel that they are something. They can interact with each other and they can help each other. They can share with each other, they can integrate. Just small things that make people happy, that they are able to do something for someone else. Das ist sehr beeindruckend, allein von der Dimension her. Und wiederum ist hier, anders als in Deutschland, die Stadt als Hauptplayer, als Meinungsgeber, als Steuerer ganz massiv eingebunden. Und das ist natürlich ein sehr gutes Modell, um solche Dinge zum Erfolg zu führen. Ein weiteres imposantes Beispiel für Begegnungsstätten ist das DocX. Die größte Bibliothek Skandinaviens ist ein Refugium für alle auf der Suche nach Wissen, Inspiration, persönlicher Entwicklung und Begegnung.
Die einladende Lernumgebung steht jedem offen und bietet mit Cafés und Spielplätzen weitaus mehr als Wissenserwerb. Das Dock 1 stellt die Bürgerinnen und Bürger und deren Partizipation in den Mittelpunkt. We belong together, Aarhus Kommune and Dock 1. And sometimes when we have these big strategies going on in the whole Aarhus Kommune, then we want to implement them in the library, in our work. And it could come through partnerships and activities and so on. Ja, die Dänen leisten sich auch den Luxus, Räume zu schaffen der Begegnung, wo unterschiedliche Gruppen, Bevölkerungsgruppen, Altersgruppen sich begegnen können in einem wirklich schönen architektonischen Raum. Wie kann man also der Einsamkeit im Alter vorbeugen? Was hat deutsche Städte bei der Expedition Age and City der Körber Stiftung in Aarhus beeindruckt? Eine Vision, eine umfassende Strategie und eine offene Verwaltung, die zusammen mit ihren Bürgern innovative Wege geht. Also es braucht Ideengeber, Visionäre, es braucht die Umsetzung und Unterstützung durch Politik. Und das scheint mir hier in Aarhus doch in hohem Maße gegeben. Was hier ein Alleinstellungsmerkmal aus meiner Sicht ist, ist die Strategie. Hier gibt es eine konsequente Strategie von oben nach unten. Die offene Haltung, dass wir für alle da sind, dass wir alle mitnehmen wollen. Aber ich glaube, die Zeit ist reif dafür, größer und weiter zu denken und wirklich auch mehr ja, gemeinsam Dinge anzugehen. Emma. So, kann man mich hören? Ja, gut. Ja, gut. Erstmal vielen Dank, dass ich hier heute Abend bei euch hier bei der Körperstiftung mit sein darf. Die zweitgrößte Stadt Dänemarks. Okay, alles klar. Erstmal vielen Dank, dass ich hier heute Abend bei euch hier bei der Körperstiftung mit sein kann. Ist leider virtuell, nicht in Hamburg, aber wir versuchen es so gut wie wir können. Heute bin ich hier auf der in Aarhus auf dem City Hall, aber ich werde über unser Loving Municipality weiterreden, auch meine Perspektive auf die Strategie und unsere Vision, wie gerade auch im Video drin war. Und ich freue mich auch dann auch noch auf die Diskussion oder was da noch später kommt. Aber erstmal, wie geht das denn? Da war's. Gut, danke. Naja, wir lieben die Technologie. Wie Sie gehört haben, ist Aarhus die zweitgrößte Stadt in Dänemark. Wir nennen es die kleine Hauptstadt. Und glücklicherweise wird sie größer und größer. Und irgendwann, hoffentlich, sind wir beinahe so groß wie Kopenhagen. Jedenfalls in unserem Kopf. Jetzt sind wir auf dem Wege so 375, 350, 350.000 Citizens. Also wir sind auf dem Wege, 350.000 Bürgerinnen und Bürger zu haben in unserer Kommune. Und wir haben insgesamt 98 Kommunen in Dänemark und wir sind einer dieser Kommunen. Und die Kommunen übernehmen verschiedene Aufgaben, Kernaufgaben der Wohlfahrt, der Fürsorge und Betreuung, Altenpflege. Das betrifft natürlich vor allen Dingen auch den Gesundheitsbereich, dann Rehabilitation. Aber wir haben natürlich auch die Schulen und die Kindergärten. Das übernimmt auch die Kommune. Es geht auch um Renovierungsarbeiten. Also alles, was man in der Gemeinde, in der Kommune hat, darum kümmern wir uns. Aber mein Bereich ist Gesundheit und Pflege. Aber wie ich schon gesagt habe, wir sind eine große Behörde. Wir haben 7.000 Angestellte, die sich um unsere Bürgerinnen und Bürger in Aarhus kümmern. Das sind ungefähr 10.000, 15.000 Menschen, die Hilfe von uns benötigen, auf verschiedene Art und Weise. Also wir haben verschiedene Ebenen hier. Und das haben Sie natürlich auch in Deutschland. Wir müssen unser Gesundheitssystem, unser Sozialsystem neu überdenken, weil es neue Herausforderungen gibt. Wir sehen diese Herausforderungen schon. Corona ist eine dieser Herausforderungen, aber da komme ich noch darauf zurück.
Wir werden auch darüber sprechen, ob es Lehren aus der Corona-Krise gibt, wie wir uns verändern können, wie wir uns transformieren können und wie wir vielleicht sogar einen besseren Sozialstaat erreichen können und eine liebendere Kommune. Deswegen möchte ich Sie gerne mitnehmen und Sie einladen, sich das einmal anzuschauen. Was sind also die Herausforderungen, vor denen wir stehen? Sie kennen alle diese Herausforderungen. Wir haben ältere Menschen. Wir haben hier einmal die Statistik, ältere Menschen ab 67 Jahren, da steigt die Zahl stetig. Dann haben wir mehr Menschen, ältere Menschen mit Demenz. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen in den Krankenhäusern aussieht. Dann sieht man auch noch eine neue Herausforderung. Viele Menschen verlassen das Krankenhaus früher. Und das bedeutet, dass diese Menschen dann auch früher zurück in die Städte und Gemeinden kommen. Und dann müssen wir uns um diese Menschen aus den Krankenhäusern kümmern. Das ist natürlich komplexer, aber auch interessanter. Das sind also Herausforderungen, vor denen wir stehen. Und wir haben Menschen mit Behinderung, aber was gut ist, sie leben länger und sie sind stärker. Aber das bedeutet auch, dass sie ebenfalls zusätzliche Hilfe benötigen. Und ich glaube, die Gesellschaft bewegt sich ja auch voran, sie verändert sich. Und deswegen verlangen die Menschen mehr. All diese Herausforderungen müssen zusammengenommen werden. Und dann ist das natürlich schon wirklich einiges, um das man sich kümmern muss. Und natürlich kann man sich das auf verschiedene Art und Weise anschauen. Eine Art, sich das anzuschauen, das haben wir jahrelang getan, das wird teilweise auch noch gemacht, wenn man sich die Medien anschaut, ist, indem man sagt, oh, der Tag des jüngsten Gerichts naht, das Ende ist naht, es gibt so viele Herausforderungen. Und wenn wir einfach nur mit dem weitermachen, wie wir es bisher getan haben, dann wird unser System zusammenbrechen und die Leistungen werden nicht mehr ausreichen. Und wir müssen dann noch aus den anderen Bereichen etwas wegnehmen. Und dann gibt es noch ein größeres Problem. Man muss neue Angestellte rekrutieren, einstellen, um sich um die älteren Menschen zu kümmern. Also wir haben verschiedene Einstellungen. Man kann sagen, der Tag des jüngsten Gerichts naht. Und das machen viele Menschen, vor allen Dingen, wenn man ein schlechtes Sozialsystem hat. Aber das würde dann bedeuten, wenn man diese Einstellung verfolgt, ist, dass man in ein Land des Elends geht. Aber ich denke, das müssen wir umdrehen. Ich weiß nicht, ob Sie den Film kennen, hier auf der rechten Seite, oben. Da geht es um einen alten Mann und der ist ja schon wirklich sehr alt. Er ist traurig, aber er hat immer noch einen Traum und er möchte seinen Traum erfüllen. Und er macht das. Er geht raus, er verfolgt einen neuen Ansatz und er erfüllt seinen Traum, sogar so spät in seinem Leben. Er schaut sich also nicht nur die Herausforderungen und die Probleme an, das sogenannte Land des Elends, nein, hier geht es um das Land der Möglichkeiten, das Land der Träume. Und da drehen wir also diese Sichtweise herum. Wie können wir das machen? Na gut, Pixar, das ist ein Pixar-Film, ein Disney-Film. Und wir stehen natürlich vor der Realität. Also wie können wir das tun? Nun, zuallererst müssen wir uns selbst als Gemeinde, Stadt, Kommune anschauen, wer wir sind. Was sind die Fehler, die wir gemacht haben? Wie kamen wir überhaupt zu diesen Problemen? Wir sollten also nicht den Bürgerinnen und Bürgern sagen, kommen Sie zu uns, wir haben ganz viel für Sie bereit, wie in einem lokalen Laden. Das sind so Standarddienstleistungen. Ach, Sie haben dieses Problem, dann können wir Ihnen diese Lösung geben. Und jeder, der das Probleme hat, bekommt dann die Standarddienstleistung der Kommune. Nein, das wollen wir aber nicht. Wir müssen darauf bestehen, das haben Sie auch schon im Film gesehen, dass der Sozialstaat gemeinsam geschaffen wird. Fürsorge
Betreuung wird gemeinsam geschaffen. Wir müssen also diese Fürsorge, diesen Sozialstaat gemeinsam aufbauen. Und wir wissen auch, dass die Sprache Dinge verändert. Wenn wir genau die gleiche Sprache sprechen würden wie noch zuvor, mit dem Tag des jüngsten Gerichtes, mit den Herausforderungen, mit den Problemen, dann können wir auch nicht weitermachen. Deswegen haben wir uns in unserer Kommune einmal angeschaut, wie wir diese Dinge umdenken können. Und dann haben wir auch die Wörter einmal neu betrachtet. Wir wollen Worte, die Aktivität widerspiegeln. Wir haben zum Beispiel hier den ersten Begriff Service, Dienstleistung. Wir tun immer Dinge für die Bürgerinnen und Bürger in einem System. Wir machen das immer dauerhaft und wir treffen die Entscheidungen. Wir haben die Norm. Nein, das wollen wir jetzt aber nicht mehr. Wir wollen nicht mehr dieses System denken. Wir wollen nicht mehr dieses Beamtendenken. Nein, wir wollen ein Denken, das auf den Menschen ausgerichtet ist. Und wir wollen das miteinander tun. Auch wenn man einen Stempel aufdrückt und sagt, hier bekommen Sie jetzt diese Leistung, dann beschließen wir auch, was die Leistung ist. Aber nun machen wir das miteinander. Also die Bürgerinnen und Bürger wurden selber Beamte oder Bürokraten, um diese Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen. Und das ist auch wichtig zu sagen, dass man sich das immer vorübergehend anschauen soll. Das ist alles temporär. Es geht immer um die Selbstbestimmung der Menschen. Das macht die Menschen stärker und sie schauen sich dann neue Lösungen an. Deswegen nicht mehr dauerhaft, sondern vorübergehend. Sie wollen Teil der Gesellschaft sein. Jetzt kommen wir zu den Worten Partner, Kunde, Partner. Wir wollen nicht die Antwort geben, wir wollen die Frage stellen. Und wir möchten die Träume ansprechen. Was wollen unsere Mitbürgerinnen und Bürger? Und wir haben auch gesehen, wenn man die Menschen fragt, was sie wollen, und wenn sie dann ganz offen sind und man keine Standards vorlegt, dann fordern die Menschen auch viel weniger, als wenn man ihnen anbieten würde, wenn man einfach nur ein Paket auferlegen würde. Also, wir müssen über ihre Träume sprechen. Wo wollen sie morgen sein, in einem Jahr, vorübergehend? Und dann entwickelt man die Dienstleistung für sie gemeinsam. Und dann geht es natürlich immer um die Einstellung. Wie begegnet man den Menschen? In einem Seniorenheim oder in einem Mehrgenerationenhaus? Wie kann man weg von diesen Seniorenheimen hin zu Bürgerzentren? Wie kann man mehrere Generationen zusammenbringen? Wir wollen die Menschen oder die Älteren nicht einfach in ein Seniorenheim stecken, vor allen Dingen auch in der Corona-Zeit. Und dann kommen wir zum Schluss zu den Verwandten. Die Verwandten sollen Teil des Ganzen sein. Sie sind die Familie, sie sind diejenigen, die wir lieben. Das bringt uns zurück auf die liebende Kommune. Natürlich bekommt man die Liebe aus der Familie und von den Freunden und Bekannten. Und wie können wir Strategien entwickeln, die das fördern und unterstützen, sodass wir auch die Familie und Bekannten fördern. Also weniger System, mehr Bürgerinnen und Bürger. So haben wir umgedacht in Aarhus. Wir könnten sagen, wir haben wirklich eine Reise hinter uns. Das geschah natürlich nicht über Nacht. Es ist ein sehr, sehr langer Weg. Und man muss immer wieder darüber sprechen. Und man muss auch immer wieder etwas tun. Vor einigen Jahren begannen wir mit der liebenden Kommune, das sehen Sie links. Da hatten wir genau diese Grundgedanken: Freiheit, Gleichheit und Liebe. Wie unterstützt das unsere Dienstleistungen? Welche Technologien brauchen wir? Wie unterstützt das die Rehabilitation? Wie können sich die Bürgerinnen und Bürger selber informieren und ausbilden? Wie können sie ihre Freiheit erlangen? Aber noch einmal, macht natürlich keinen Spaß, frei zu sein, wenn man einsam ist. Wie kann man also Beziehungen aufbauen und wie kann man diese Beziehungen fördern? Dann haben wir uns also die gesamte Stadt angeschaut und haben die sogenannte Active Citizenship
Policy entwickelt. Und dann der dritte Punkt, die Stadtverwaltung von vorne. Wir haben darüber nachgedacht, wie wir die Verwaltung umbauen müssten, zusammen mit den Bürgerinnen und Bürgern. Und jetzt arbeiten wir gerade an dem sogenannten Aarhus Kompass. Dieser gibt uns eine Richtung vor. Und der Grundgedanke ist, dass wir mehr Borger, hier sieht man das rechts, hat und weniger System. Das sieht man links. Und wie kann man das fördern? Ich werde nachher einmal ein Beispiel nennen, das zeigt, wie das funktioniert. Aber da komme ich später drauf zu sprechen. Das ist also der Rahmen für unsere Kommune, wie wir den Bürgerinnen und Bürgern zuhören, mit ihnen zusammenarbeiten und auch mit ihnen ein bisschen herumspielen. Wie schon gesagt, ist unsere Vision, war unsere Vision und ist unsere Vision, unseren Bürgern zu einem besseren Leben zu verhelfen. Und hoffentlich schaffen wir das am besten, indem wir sie von uns fernhalten. Und daran glauben wir. Darauf haben wir auch unsere Dienstleistungen ausgelegt. Wir haben drei Schlüsselwerte: Freiheit, für sich selbst zu sorgen, dann Gleichberechtigung, das ist ein wirkliches Thema, ein Problem, ich denke, das haben Sie auch in Deutschland. Wir sehen, dass es sehr viele Menschen gibt, die am Rand der Gesellschaft leben und dann viel früher sterben, 10, 15 Jahre früher. Wie kann man diese Menschen erreichen? Wie kann man sie unterstützen? Nicht, dass sie einfach nur ins Krankenhaus kommen, das mal als Beispiel. Nein, wir bringen sie zum Beispiel zusammen mit Medizinstudenten. Die Medizinstudenten treffen sich dann mit diesen Randgruppen und sie bringen sie dann zum Krankenhaus. Und dann sagen die Ärzte im Krankenhaus hoffentlich nicht, ach nein, das sind jetzt wieder diejenigen, die da noch zusätzlich Unterstützung brauchen. Nein, es ist genau richtig, dass die Medizinstudenten genau diese Menschen ins Krankenhaus bringen, weil sie zusätzliche Hilfe brauchen. Außerdem haben wir Partnerschaften mit der Medizin-Uni und sie helfen diesen Menschen und das macht einen großen Unterschied. So kommen die Menschen erstmal ins Krankenhaus. Und dann haben wir den dritten Schlüsselwert, Liebe. Das ist eine große Säule. Ich habe schon gesagt, es macht keinen Spaß, wenn man sich nicht selbst waschen kann. Es ist natürlich gut, wenn man selbstbestimmt ist, sich selbst waschen kann, selbst zur Toilette gehen kann, aber es macht keinen Spaß, wenn man niemanden hat, mit dem man das teilen kann und mit dem man sich dann eine Beziehung hat. Und wie ich schon gesagt habe, das ist unsere Strategie. Ich weiß nicht, ob Sie das sehen können. Wir haben immer diese 5 Karten und wir geben diese Karten auch immer unseren Angestellten. Und sie haben diese Karten immer bei sich. Sie arbeiten jeden Tag damit und das nutzen sie in der gesamten Organisation. Und die Frage ist natürlich, was ist die Vision, was ist das Ziel und wie machen wir es? Und wir schauen uns immer uns selbst an, unsere Kollegen an und vor allen Dingen auch unsere Vorgesetzten. Können mich alle hören? Also wie können wir uns selbst besser machen? Wie können wir unsere Vorgesetzten besser machen? Und wie können wir die Bürgerinnen und Bürger unabhängig von uns machen? Und dann gehen wir da jetzt einmal einen Schritt weiter. Ich will das jetzt nicht alles im Detail besprechen, aber auf der rechten Seite sieht man, wie wir das machen wollen, wie wir eine Eskalation vermeiden können, wie wir die Menschen informieren können, wie wir ihnen erklären können, was man tun kann, damit sie nicht zu uns kommen müssen, sondern dass sie kurzfristig selber ihr Leben in die Hand nehmen, wie man seine Medikamente nimmt, zum Beispiel auch Antibiotika. Das müssen wir ihnen beibringen. Zusammen müssen wir das tun, damit die Menschen das nachher selber machen können, dass nicht jedes Mal eine Krankenschwester nach Hause kommen muss. Und es ist wirklich wichtig, die Menschen dazu zu befähigen, sich um sich selber zu kümmern.
Und wir müssen auch darüber nachdenken, wie wir das rüberbringen. Gesundheit, was ist Gesundheit? Wir müssen das in eine Organisation einbinden, in das tägliche Leben. Gesundheit muss etwas Selbstverständliches werden. Gesundheit muss gleichgesetzt werden mit Lebensfreude. Und wir wollen nicht immer nur als Behörde agieren. Wir wollen mehr für die Menschen tun. Wenn sich jemand einsam fühlt, dann möchten wir etwas anbieten können und zum Beispiel fragen, wollen Sie vielleicht mal ein Ehrenamt übernehmen? Wollen Sie vielleicht anderen helfen, die sich ebenso einsam fühlen? Vielleicht kann man da etwas erreichen. Denn ich glaube, das Wichtigste ist es, mit den Menschen im Gespräch zu bleiben. Und die größte Freude ist es, mit anderen Menschen im Kontakt zu stehen. Und dafür verwenden wir verschiedene Instrumente, Technologien und immer mit dem Ziel vor Augen, das ich Ihnen ja bisher erläutert habe. Also Macht den Bürgern, das ist ein zweites Konzept. Dieser erste Leitsatz war ja recht provokativ für die Menschen fernhalten. Aber dies hier, Macht den Bürgern, das ist natürlich auch etwas provokativ gegenüber unseren eigenen Mitarbeitern, den Beamten, den Krankenschwestern gegenüber, den Pflegern. Denn hier geht es ja darum, dass die Menschen selber für sich verantwortlich sein sollen, dass sie alles selber machen können sollen. Und wir wollen die Menschen dazu befähigen, dass sie ihr Leben selbst in die Hand nehmen können, dass sie selber bestimmen können, welche Dienstleistungen sie in Anspruch nehmen wollen, anstatt ihnen einfach ein Standardpaket anzubieten. Wir wollen die Bürger einbeziehen und ihnen helfen, Selbstverantwortung für ihr Leben zu übernehmen. Und dafür müssen wir als System und als Behörde zurücktreten und uns in den Hintergrund begeben. Das ist natürlich nicht alles einfach. Wir sind immer da für die Bürger. Und, aber wir wollen keine Standards anbieten und wir wollen niemandem die richtige Entscheidung aufoktroyieren. Wir wollen die Ziele der Bürger in Betracht ziehen und wissen, was die Bürger selber wollen. Und nochmal zur liebenden Kommune. Also wir wollen, dass die Menschen ihre Freiheit behalten, dass sie selber Aufgaben übernehmen, dass sie sich in die Gemeinschaft einbinden. Aber natürlich gibt es auch Situationen, in denen wir aktiv auf die Menschen zugehen müssen, zum Beispiel im Altersheim. Was ist, wenn man in ein Altenheim ziehen muss? Das ist natürlich nicht das Ende des Lebens. Das ist der Beginn eines neuen Lebens. So war das ja auch bei Karl in dem Film. Einige haben Demenz, das stimmt wohl. Und einige haben auch körperliche Probleme. Aber trotzdem müssen wir uns darauf konzentrieren, dass es der Anfang eines neuen Lebens ist. Wie kann man das rüberbringen? Wie kann man eine entsprechende Atmosphäre in den Seniorenheimen schaffen? Und das können wir natürlich nicht alleine. Wir müssen auch die Verwandten einbeziehen. Nur zusammen kann man aus einem Seniorenheim eine neue Heimat machen und keinen Ort, wo man einfach nur sitzt und auf die Krankenschwester und die Pfleger wartet. Es soll eine Heimat sein, ein Heim, in dem sich gut leben lässt. Und dazu brauchen wir natürlich auch das Familiennetzwerk, die Verwandten, und wir brauchen auch Freiwillige, die sich engagieren. Und natürlich müssen wir den Bürgern auch helfen, wenn sie in ein Seniorenheim einziehen. Was brauchen sie? Was wünschen sie sich für ihr weiteres Leben? Es geht natürlich auch um die richtige Ernährung, um eine ordentliche medizinische Behandlung. Und wenn wir uns nicht darum kümmern, dann beschweren sich viele Verwandten, dass es nicht so läuft, wie sie sich das vorgestellt haben. Aber das ist es, was wir mit einer Beziehung meinen. Wir müssen andere Menschen einbeziehen und uns gegenseitig unterstützen. Zusammen können wir viel mehr erreichen. Fassen wir das noch einmal zusammen. Das ist ja ein neues nordisches Sozialsystem, wenn man es so nennen will, ein neues nordisches Fürsorgemodell. Wie können wir die Bürger informieren, die Familien informieren, was möglich ist, was man schaffen kann? Und diese Informationen müssen wir auch in die Seniorenheime tragen.
die ja ein Heim sein sollen. Und so haben wir einige Möglichkeiten geschaffen. Zum Beispiel können Familien umsonst mit ihren Angehörigen im Seniorenheim essen. Und Liebe ist das, was zählt, nicht nur Paragraphen. Und deswegen wollen wir es den Verwandten ermöglichen, viel mehr Zeit im Seniorenheim zu verbringen und auch den Menschen, den Bewohnern des Seniorenheims es ermöglichen, Zusammenbeziehungen aufzubauen, Gruppen zu schaffen. Denn es werden immer mehr Menschen geben, die in ein Seniorenheim ziehen und von heute auf morgen ändert sich dadurch ihr Leben. Aber sie können da noch sehr viel Zeit verbringen. Es gibt ja viele, die über 100 werden. Ja, natürlich, Corona ist eine große Herausforderung. Viele sind dieses Jahr in ein Seniorenheim eingezogen und dann kam Corona. Aber das sollte uns nicht entmutigen. Das ist ja ein Beispiel, das zeigt, wie wichtig es ist, hier noch größere Anstrengungen zu unternehmen und neue Konzepte zu schaffen. Freiheit, das habe ich ja schon erwähnt. Roboter können einem zum Beispiel helfen, selbstständig zu essen. Und automatische Toiletten können einem dabei helfen, sein Geschäft zu verrichten, ohne dass jemand dabei sein muss. Nightwatch, also die Nachtwache, die einem einen guten Schlaf ermöglichen sollen. Und so gibt es ganz viele Technologien, die einen Menschen unterstützen können, um so selbstständig und selbstbestimmt und frei zu leben wie möglich. Und Gleichheit ist auch ein wichtiger Punkt. Es geht hier um Partnerschaften, um Augenhöhe. Und natürlich müssen auch die Krankenpflege, das Pflegepersonal entsprechend ausgebildet werden, um zu erkennen, wann ein Patient selbstbestimmt leben soll und wann trotzdem Hilfe nötig ist. Schauen wir uns ein paar Beispiele an. In unseren Seniorenheimen, da gab es sogenannte Medizintafeln oder Pflegetafeln mit den verschiedenen Dienstleistungen, die ein Einwohner benötigt, welche gesundheitlichen Probleme es gibt und wie man medizinische Fehler vermeiden kann. Also diese Tafeln waren im Personalraum angebracht und jetzt wollen wir das irgendwie anders machen. Das ist jetzt natürlich auf Dänisch, aber es geht ja um Menschen und nicht um Fälle. Wir wollen uns mehr auf den Menschen konzentrieren und deswegen haben wir, hier sieht man ja die Namen auf der rechten Seite und dort unter dem Namen haben wir die Interessen, die Hobbys abgetragen, was für diese Menschen wichtig ist in ihrem Leben, zum Beispiel ob jemand Schokolade mag oder ob man jemanden einen bestimmten Radiosender mag oder ein bestimmtes Fernsehprogramm. Es gibt einige Menschen, die gerne sich mit den Pflegern unterhalten, andere malen gerne, andere machen Porzellanmalerei, bemalen eine Tasse, andere schauen gerne Fußball. Also das ist wirklich Teil des Lebens und das müssen die Pflegekräfte natürlich wissen. Natürlich müssen sie auch wissen, wie die Bewohner in den Seniorenheim ordentlich gepflegt werden, aber sie müssen auch etwas die menschliche Komponente nicht außer Acht lassen. Und dieses neue Konzept, das wollen wir in viele Seniorenheime bringen. Ja. Es gibt ja bestimmte Standards, aber was ist, und natürlich haben wir die auch weiterhin. Wir versuchen auch, uns davon wegzubewegen, aber manchmal sagt die Politik eben auch, es gibt bestimmte Standards, an die man sich halten muss. Und wir haben ja auch die Macht, diese Standards umzusetzen. Aber was können wir tun, um auch die Wünsche der Bewohner zu berücksichtigen? Was ist, wenn jemand den Standard nicht möchte? Was ist, wenn jemand lieber reden möchte? Und das müssen wir berücksichtigen. Auch das verstehen wir unter Beziehung. Wir müssen den Bürgern zuhören, anstatt einfach nur zu sagen, ja, wir müssen jetzt dies machen und das dann abhaken wir auf so einer Checkliste. Ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist, aber in Dänemark
gibt es sehr viele Verwandte, die glauben, sie wissen, was das Beste für ihre Mutter oder Vater ist und die sich ständig beschweren, ja, das Zimmer ist nicht ordentlich sauber gemacht, hier ist es zu schmutzig und sie wissen natürlich all das. Aber da müssen wir das natürlich diskutieren und wir müssen an unserem Konzept festhalten und sagen, ja, der Bürger entscheidet, nicht der Verwandte. Und selbst wenn jemand Demenz hat, ist er immer noch ein Mensch, ein Bürger. Und wenn jemand eine Standardbehandlung nicht möchte, dann müssen wir etwas anderes finden. Manchmal ist das schwierig. Ja, wie ist es bisher gelaufen? Also mit dieser liebenden Kommune in dieser Pandemie war das wirklich sehr schwierig, eine Riesenherausforderung, Homeoffice und von zu Hause aus arbeiten. Das ist nicht immer einfach, aber es gibt auch neue Perspektiven und in der Pandemie kann man auch etwas lernen. Und wie machen wir das, wenn wir nicht nach draußen gehen können und nicht das umsetzen können, was wir uns vorgenommen haben? Jeder muss eine Maske tragen. Wir sehen uns ja nicht mal mehr ähnlich. Wir sehen ja aus wie so jemand aus einem Science-Fiction-Film. Wir müssen Abstand halten. All diese Vorgaben. Und wie können wir trotzdem zusammen mit den Bürgern etwas erreichen? Wie kann man die Beziehung aufrechterhalten? Man darf nicht vergessen, jetzt kann man natürlich die Schuld auf die Pandemie schieben. Und natürlich sterben leider auch viele, auch in Dänemark. Aber was möchte man lieber? An Corona sterben oder an Einsamkeit sterben? Das ist natürlich ein Paradox und das ist ein Dilemma. Aber jede Situation bietet auch einen neuen Anfang. Und das haben mir viele gesagt, denn während der ganzen Pandemie sind wir mit den Menschen in Kontakt geblieben. Und viele haben gesagt, ich möchte lieber an Corona sterben als an Einsamkeit. Was haben wir also gemacht? Und was tun wir immer noch? Und was können wir daraus lernen für die Zeit nach der Pandemie? Also wir wollen viel mehr virtuelle Schulung anbieten und Rehabilitation, also viel mehr virtuelle Angebote anbieten, virtuelle Lifestyle-Kurse, zum Beispiel auch, um das Rauchen aufzugeben, Diabetes-Schulung und das kann man auch virtuell machen, jetzt wo man sich nicht so viel treffen kann. Oder auch Telemedizin kann den Menschen auch dabei helfen und zum Beispiel über eine iPad. Es gibt also sehr viele Dinge, die wir gelernt haben und die wir mit in die Zukunft nehmen können. Wir haben jetzt diese Möglichkeiten und Dänemark ist da sehr weit fortgeschritten in der digitalen Welt. Aber natürlich neigt der Mensch dazu, immer in seine alten Fehler zurückzufallen. Und wir haben aber noch mehr gemacht. Das ist jetzt ein Seniorenheim in Dänemark. Und wir hatten einige Aktivitäten. Einige Sozialarbeiter, die Aktivitäten angeboten haben, Aktivitätenarbeiter haben wir sie genannt, zum Beispiel hier, dass sie Weihnachten Lieder gesungen haben vor dem Seniorenheim und wann immer das möglich war, haben wir auch Menschen geholfen, sich draußen zu treffen und haben auch Treffpunkte organisiert, wie man hier unten sehen kann, aber es gab natürlich auch Monate, wo niemand raus konnte und niemand rein konnte in die Seniorenheime. Und was tun wir außerdem? Vor zwei Jahren war ich in Hamburg und habe eine Strategie vorgestellt. Und ein Jahr später war diese Strategie gar nichts mehr wert mit Corona. Alles hat sich geändert. Und wir mussten unsere Strategie neu erfinden. Wir mussten sie anpassen. Und einige Künstler haben uns dabei geholfen, wie man hier sehen kann. Und wir haben auch das Kultusministerium eingebunden. Wir haben uns mit Künstlern zusammengetan und auch mit dem Symphonieorchester. Und viele haben dabei geholfen und haben ein Angebot und haben zum Beispiel in den Seniorenheim oder vor den Seniorenheim gespielt und etwas aufgeführt.
Und viele, die nicht teilnehmen konnten, haben wir angerufen. Einmal die Woche haben wir einsame Menschen angerufen, haben mit ihnen gesprochen und gefragt, ob wir irgendwie helfen können. Und wenn jemand gesagt hat, dass er Depressionen hat, dann haben wir auch einen Kontakt mit einem Psychologen hergestellt. Wir haben eine Liste von Therapeuten und Psychologen, die uns dabei unterstützen. Und das hat uns dabei geholfen, auch Beziehungen aufzubauen und zu erhalten. Ja, Corona, das sind schwierige Zeiten. Sind es immer noch? Das sind chinesische Zeichen, die Sie hier sehen können. In China ist das Symbol für Krise und natürlich ist Corona eine Krise, immer noch. Diese Zeichen stehen für Gefahr und für Chance. Und ja, wir sind jetzt in dieser Krise und wir müssen aber auch sehen, welche Chancen sich daraus ergeben. Zum Beispiel virtuelle Angebote, mehr Dinge, die man zu zweit macht, jetzt wo man Beziehungen oder Treffen einschränken muss, die Anzahl der Leute, mit denen man sich trifft. Wir müssen verschiedene Methoden ausprobieren, um die Einsamkeit zu überwinden. Das ist unser Traum, das ist er immer noch, denn es gibt viele Dinge, die wir nicht so umsetzen können, wie wir es wollen. Und wir müssen oft ausweichen auf virtuelle Treffen zum Beispiel. Aber manches geht auch schneller, man muss nicht mehr überall hinfahren. Man kann viele Angebote virtuell aufsetzen. Und die Organisation hat sich komplett geändert. Wir verwenden verschiedene Plattformen und bieten andere Dienste an und vieles geht schneller und alles ist natürlich immer noch im Wandel begriffen. Einige Dinge ändern sich täglich. Früher waren wir eine große Organisation mit 200 Führungskräften und jetzt sind wir aber, in dieser Zeit sind wir mit vielen Menschen viel enger verbunden. Wir haben also viel gelernt in der Corona-Krise. Aber wie können wir dieses Gelernte mit in die Zukunft nehmen? Denn wir hoffen ja alle, dass Corona bald vorbei sein wird. Und wie wird denn die neue Normalität sein? Und wie wird sich das in unseren Dienstleistungen, in unserer Daseinsfürsorge widerspiegeln? Ja, in Dänemark nennen wir das Samfundssinn, das Gemeinschaftsgefühl. Das ist das Wort des Jahres 2020 in Dänemark, Samfundssinn, das Gemeinschaftsgefühl. Das ist wirklich sehr wichtig, denn wir helfen uns immer noch gegenseitig. Wir müssen zusammenhalten. Und das ist etwas, was wir aus der Krise mitnehmen können. Und das muss sich auch in unseren Dienstleistungen, in unserer Daseinsfürsorge widerspiegeln, dass wir weiterhin solche speziellen Dienstleistungen anbieten, auch nach Corona, die unsere Bürger wirklich wollen. Ja, die digitalen Lösungen funktionieren. Und wie können wir das, was funktioniert, auch nach Corona beibehalten? Wir brauchen natürlich nicht noch mehr digitale Lösungen, aber wir können ja das Digitale und das Analoge miteinander kombinieren. Aber nichts kann natürlich eine Umarmung ersetzen und man kann sich ja schlecht selber umarmen und deswegen, auch das ist Teil der liebenden Kommune. Ich freue mich schon darauf, dass ich mal wieder jemanden in den Arm nehmen kann und ja, es gibt natürlich sehr viele virtuelle Möglichkeiten, kein Zweifel, aber Familie, Freunde, unsere Lieben, Beziehungen, all das kann natürlich durch das Virtuelle nicht ersetzt werden. Ich glaube, das bringt mich zum Ende meiner Präsentation. Herzlichen Dank. Vielen, vielen Dank. Also die Umarmung wäre ja auch wie ein Applaus. Normalerweise wären wir auch im Körperforum hier in Hamburg und dann gäbe es jetzt auch eine Runde Applaus. Aber gut, dann sage ich schon mal Danke, Hosea, für diese Einblicke in die liebende Kommune in Aarhus. Ja, wow, die liebende Kommune,
das hört sich so unkonventionell an oder sogar revolutionär. Wir haben eher so diese bürokratischen Ansätze mit Paragraphen, Regeln und Rechtsdokumenten. Wie habt ihr es geschafft, die Wahrnehmung eurer Behörde zu ändern, dass man nicht mehr eine Verwaltungsmaschine ist, sondern eher etwas, das mit einer starken Emotion verbunden ist? Das ist die stärkste Emotion von allen, Liebe. Nun, das war tatsächlich schwierig und deswegen habe ich gesagt, es war eine Reise und es ist immer noch eine Reise. Zu Beginn gab es schon Kritik. Wir hatten auch einige Politiker und Bürokraten, die gesagt haben, ihr seid wirklich verrückt, das wollen wir nicht. Wir wollen die Standards, die Normen, die Regeln, das Bürokratische. Aber wir hatten die Vision, wir haben daran gearbeitet, wir wollten die Freiheit, wir wollten, dass die Menschen sich selbst bestimmen können, wir wollten die Rehabilitation, wir wollten diese Beziehungen aufbauen. Wir wollten, dass die Älteren Teil der Gesellschaft sind und wir wollten diese Partnerschaften. Und ich habe auch die Partnerschaft mit meinem Kollegen. Ich habe einen Kollegen, der ist eher der Überbürokrat. Er sitzt direkt unter dem Bürgermeister und er ist ebenfalls zum Bürgermeister gegangen und kam zu uns und er sagte damals auch, die Bürgerinnen und Bürger fernhalten, daran glaube ich nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber wir haben ihn überzeugt und jetzt machen wir das zusammen. Und er ist jetzt ebenfalls Teil unserer Arbeit. Wir haben also den Bürgermeister an Bord, die Bürgermeisterabteilung und unser Amt. Und so haben wir wirklich den Bürgermeister mit an Bord bekommen. Ich habe eher gedacht, er wäre sehr kritisch oder eher so am Rande, aber langsam hat sich das entwickelt. Also dieses Umdenken hat stattgefunden, auch mit den Worten, als wir die Worte überdacht haben. Und so hat sich dann ja auch unser Verhalten geändert und unser Gedankengut verändert. Und jetzt haben wir den Kompass. Und letztendlich ist es der Bürgermeister, der genau dies tut und dies möchte. Ich habe letztendlich so ein bisschen das Feuer gezündet, aber er heizt es wirklich an. So you have to convince also the political actors. Also musstet ihr auch die politischen Akteure überzeugen. Ihr brauchtet die Unterstützung der politischen Akteure. Aber in Aarhus und Dänemark gab es ja auch Veränderungen der politischen Mehrheiten. Es gab immer wieder andere Entscheidungsträger. Aber Hosea Dutschke und die lebende Kommune sind immer noch da. Wie habt ihr dann die Unterstützung immer erhalten? Ihr habt die Unterstützung des Bürgermeisters. Aber wie sieht es auch mit den anderen politischen Entscheidungsträgern der unterschiedlichen Parteien aus? Nun, ich denke, die meisten wissen, dass wir vor diesen Herausforderungen stehen. Wie kann man ihnen also begegnen? Und diese Herausforderungen sind groß. Natürlich wollen manchmal einige Menschen mehr Kontrolle als andere und man muss immer im Budget bleiben. Das ist die sehr wichtige Lehre Nummer eins. Immer im Budget bleiben. Dann kann man auch die tollen Sachen machen. Dann kann man auch seine Visionen umsetzen. Und dann kann man nicht nur sein Budget behalten, sondern es vielleicht noch etwas anders machen und noch mehr Wert daraus bekommen. So können wir dann auch all die Dinge tun, die wir gemacht haben. Manchmal bekommt man nämlich nicht immer nur das Geld, manchmal muss man das Geld selbst auch heranbringen. Und mit diesem Umdenken haben wir auch einige neue Leistungen, neue Dienstleistungen kreiert, um neue Freiheiten zu schaffen oder Menschen in Beziehungen zu bringen. Also, man muss im Budget bleiben, man muss das Budget neu überdenken. Vielleicht sollte man nicht so viel darüber sprechen, aber wenn man dann einen Erfolg hat, sollte man ganz viel darüber sprechen. Und es gab einmal einen Rückschlag. Als meine Vorgesetzte in der Kommune, meine Elderman, zu mir kam, sagte sie, nee, das ist nicht das Richtige, ich bin mir da nicht sicher. Und deswegen hat sie das ins Rathaus gebracht.
Und dann gab es eine Abstimmung darüber. Und die anderen Parteien haben letztendlich gesagt, das ist doch eine gute Idee. Und das haben wir dann sogar nicht mal selbst gemacht. Sie war dann so provokativ. Sie hat es dann ins Rathaus gebracht und die anderen haben uns dann unterstützt. Und wir haben wirklich sehr verschiedene politische Akteure überzeugt. Und natürlich muss man immer gute Ergebnisse erzielen. Wenn man gute Ergebnisse hat, hat man einen guten Überzeugungspunkt. Nun sprechen wir über das Geld und über das Budget. Karen hat ja schon gesagt, dass hier auch deutsche Städte und Gemeindevertreter im Publikum sind. Und ich denke, Sie haben auch ein großes Interesse an diesem Punkt. Also jetzt nicht nur in Bezug auf das Budget, sondern auch, was sind die spezifischen Ergebnisse Ihrer Anstrengungen in Aarhus? Wie kann man also die Strategie evaluieren? Wie kann man sie auswerten? Nun, das kann man verschieden tun. Zum Beispiel die Bürgerinnen und Bürger fernhalten. Da haben wir uns verschiedene Ziele gesetzt. Einmal das Ziel, wie groß ist die Prozentzahl der 60, 70-Jährigen, die keine Hilfe mehr von uns bekommen. Und da ging die Kurve dann hoch auf fast 90%. Und wir schauen uns diese Zahlen an, diese Kurve an. Und das machen wir in all den verschiedenen kleinen Gemeinden rund um Aarhus. Das ist also sehr high level. Das war ein Punkt, ein Ziel. Dann schauen wir uns an, wie viel Hilfe sie bekommen und wie sieht es mit der Rehabilitation aus? Zum Beispiel, können wir sie schon nach 3 Monaten aus der Hilfe nehmen? Das beobachten wir. Dann haben wir andere Ziele. Zum Beispiel bringen wir einige Ältere in die Gemeinschaftszentren und dann trainieren sie zum Beispiel auch im Fitnesszentrum. Und da haben wir dann Zahlen. Wir hatten vor einigen Jahren 2.000, dann vor 2 Jahren 4.000 und jetzt sind wir fast auf 6.000, aber jetzt haben wir Corona, jetzt sind wir alle zu Hause. Aber unser Ziel ist, 8.000 zu haben, 8.000 Menschen, die eine Schulung oder ein Training in unseren Gemeinschaftszentren machen. Und das sind dann diese messbaren Ziele, die wir uns innerhalb unserer Strategie setzen. Aber kann man den Erfolg dieses Ansatzes wirklich quantifizieren? Also spart die liebende Kommune auch Geld im Vergleich zu normalen Kommunen in Dänemark? Nun, wenn ich mir die 6 großen Städte in Dänemark anschaue, also Kopenhagen, Aarhus und dann die 4 anderen großen, dann sieht man schon Effekte. Und wir können sehen, dass wir mehr ältere Menschen haben, aber ein geringeres Budget. Wir haben also alles günstiger. Wir müssen mehr Rehabilitation leisten, wir müssen mehr Freiheitstechnologien anbieten, aber wir haben weniger Geld. Und es wird halt gesagt, es muss günstiger sein. Das sieht man also einmal daran, aber auch in Bezug auf die Beziehungen. Wie finden wir Geld? Wie können wir die Angehörigen unterstützen, auch ins Gemeinschaftszentrum zu können? Wie können wir verschiedene Dinge im Seniorenheim machen? Und wie kann man da die Beziehungsebene fördern? Also in diesem Sinne kann man sagen, ja, wir haben schon Geld gespart und wir konzentrieren uns wirklich auf die wichtigen Dinge. Wie können wir das Leben lebenswert gestalten? Wie können wir Beziehungen fördern? Und vielleicht sind wir noch nicht ganz da, aber Neuseeland hat zum Beispiel einen sehr interessanten Fall. Sie haben sich nämlich nicht nur die Budgets und die Dienstleistungen und die bürokratischen Dinge angeschaut. Nein, sie schauen sich die Faktoren an, warum Menschen glücklich sind. Sie schauen sich also jetzt nicht unbedingt das Bruttoinlandsprodukt an, sondern sie schauen sich eher den Wert des Lebens an, den Wert
Bürger oder Bürgerin zu sein. Man muss also auch das eigene Gedankengut ändern und man muss sich wirklich auf den Wert der Bürger, für die Bürgerinnen und Bürger konzentrieren. Ich mag diesen Ansatz, aber ich musste leider diese Budgetfrage stellen. Entschuldigung. Also diese Freude am Leben, wird das, ist das ebenfalls Teil Ihrer der Evaluierung? Also fragen Sie auch, seid ihr zufrieden mit dem, was wir euch anbieten? Ja, das machen wir. Das, die Frage stellen wir. Aber wir haben auch die 5W-Fragen. Da haben wir dann Gesundheit mit verschiedenen Dimensionen. Und natürlich ist eine Dimension auch Vereinsamung oder Einsamkeit und dann aber auch Zufriedenheit und Freude. Und diese Fragen stellen wir allen Bürgerinnen und Bürgern, die Hilfe von uns bekommen. Gut, dann bekommt man also ein Gesamtbild und nicht nur den finanziellen Aspekt. Jetzt gehen wir mal weg vom Budget hin zur Demografie. Aarhus ist eine relativ junge Stadt. Das Durchschnittsalter liegt heute bei 37,1. Im Video waren es noch 37,5, also ihr werdet sogar jünger. Und es gibt sehr viele Studierende, die nach Aarhus kommen. Dann haben wir das neue Hafengebiet Aarhus O mit vielen Jungfamilien. Aber ihr seid auch Vorreiter in der Entwicklung von altersfreundlichen Strukturen innerhalb der liebenden Kommune. Warum bewegt sich Aarhus so schnell und gibt es einen Trend hin zur präventiven sozialen Gesundheitspolitik, nicht nur in Aarhus, sondern vielleicht in Dänemark oder insgesamt in den nordischen Ländern? Also seid ihr alleine mit der Idee oder gibt es Partner? Nun, wir haben wirklich viele Partner. Ich habe ja schon gesagt, die liebende Kommune, das war sehr provokativ, vor allen Dingen auch mit diesem Ansatz, die Bürgerinnen und Bürger fernzuhalten. Das war vor allen Dingen vor 10 Jahren sehr provokativ. Aber wir haben auch nun viel Unterstützung erfahren. Auch andere Kommunen haben sich die Demografien angeschaut, die Probleme angeschaut. Und sie haben nun auch diese neuen Technologien angewandt. Und sie konzentrieren sich nun auch auf Beziehungen. Die Frage ist also, wie kann man es schaffen, dass die Bürgerinnen und Bürger selbst die Kontrolle über ihr Leben haben, sodass man dann nicht sagt, wir kommen zu dir und helfen dir. Nein, der Ansatz ist dann, dass der Bürger sagt, ich brauche die und die Technologie, um mir selbst zu helfen. Also wir schauen uns wirklich diese aktive Bürgerschaft an und wir versuchen, die Ressourcen bei den Bürgern zu finden. Wir wollen kein Paket anbieten, kein Standard, der dann noch einen Stempel aufgedrückt bekommt. Und ich glaube, das gibt es fast in allen Kommunen in Dänemark. Natürlich gibt es Unterschiede. Aber einige sind vielleicht sogar weiter als wir. Wie sieht es mit den Bürgerinnen und Bürgern in Aarhus aus? Akzeptieren sie dieses Konzept der liebenden Kommune oder lieben sie sogar ihre Kommune? Na, vielleicht. Aber der Grundgedanke der liebenden Kommune ist, dass wir uns alle umarmen und lieben. Nein, wir möchten einfach, dass die Bürgerinnen und Bürger jemanden finden, mit dem sie eine Beziehung aufbauen können, den sie dann umarmen können. Und wie kann man das unterstützen mit den Dingen, die wir als Verwaltung tun können? Wie können wir diese Vernetzung, diese Beziehungsfindung unterstützen, vor allen Dingen spät im Leben? Also die Menschen, die im Seniorenheim leben, müssen ebenfalls neue Beziehungen aufbauen. Wie kann man das unterstützen? Oder auch die Familien, die da dorthin kommen, die umsonst essen können. Man kann also viel unterstützen. Und man sollte nicht fit und einsam sein. Das ist gerade nicht das Ziel. Nun kommen wir einmal zur jetzigen Situation. Du hast schon gesagt, es gab sehr viele Innovationen, auch in der Corona-Zeit. Vielleicht hat das auch Potenziale eröffnet. Aber man muss auch sagen, Aarhus ist ein digitaler Pionier. Man hat DocX, man kann hier sehen, wie Systeme des umgebungsgestützten Lebens angewandt werden. Dann haben wir Genlö als großartige Möglichkeit, sich zu verbinden. Und letztes Jahr hattet ihr sogar das erste Fußballspiel mit einem Live-Zoom-Publikum.
Also die Fußballspieler konnten dann sogar die Zoom-Zuschauer sehen im Stadion. Das war wirklich großartig. Also man kann digital Menschen verbinden und vernetzen. In Deutschland sind wir eher skeptisch in Bezug auf technische Lösungen. Und wir haben sehr viele Fragen. Natürlich hat Corona die Akzeptanz und die Kompetenz erhöht, aber es gibt immer noch wirklich diese tief verwurzelte Denkweise der Älteren, die sagen, ich bin zu alt dafür, ich kann das nicht mehr lernen. Aber auch auf der professionellen Seite, viele stehen den neuen digitalen Möglichkeiten nicht immer offen gegenüber. Du sagst, es funktioniert. Aber ich gehe davon aus, dass diese Skepsis auch in Dänemark manchmal vorherrscht. Wie kann man das durchbrechen? Wie kann man die Menschen im Beruf erreichen, aber auch privat? Wie kann man Familien erreichen? Und wie kann man Menschen erreichen, die so isoliert sind, dass man sie vorher gar nicht erreichen konnte? Kann man diese dann mit digitalen Lösungen erreichen? Das sind jetzt sehr viele Fragen. Nun, wir haben während Corona gelernt, dass wir auch einige Menschen erreicht haben. Wir haben natürlich erstmal Telefonate geführt. Wir haben aber auch Menschen besucht, natürlich mit Abstand. Wir haben ihnen gezeigt, wie sie das iPad nutzen können und wie sie sich vernetzen können. Und es ist sehr schwierig. Man muss wirklich auch rausfahren und vor Ort sein. Und viele Menschen lernen natürlich auch. Und wir haben ja auch jetzt jüngere Menschen, die älter werden. Aber die Menschen, die jetzt älter sind, da muss man sehr viel Aufklärungsarbeit leisten und sie ausbilden, informieren. Wir haben also über 80-Jährige, die nun ausgebildet werden. Und da leisten wir viele Anstrengungen. Auf der beruflichen Seite, nun, da haben viel mehr Leute iPads, sie haben Smartphones. Und wenn sie dann nach Hause kommen, haben sie ihr Smartphone, sie haben ja ihr Telefon. Aber es geht natürlich immer darum, Informationen zu verbreiten und den Menschen zu zeigen, wie das funktioniert. Und Corona hat dabei geholfen, das stimmt. Wir mussten den Menschen helfen, sich zu vernetzen. Andernfalls wären sie wirklich ganz alleine gewesen. Sie wären jetzt ein Jahr lang alleine gewesen. Das ist jetzt schon ein Jahr. Und da müssen wir dranbleiben, und das tun wir auch. Und auf nationaler Ebene gesehen muss man auch sagen, dass Dänemark sehr stark ist im digitalen Bereich. Wir bekommen wirklich gute Ressourcen. Man muss auch, die Verwaltung ist auch papierlos, also muss man selber auch digital sein. Also alle bekommen das im Grundsatz und wir haben wirklich schon die Infrastruktur, um das auch zu unterstützen, zu fördern auf nationaler Ebene. Also bietet ihr digitale Lösungen, aber ihr überzeugt die Menschen auch, das zu nutzen. Ja, wir fahren da auch wirklich hin und geben ihnen die Geräte, zum Beispiel auch mit dem DocX. Man schaut sich dann einfache Dinge an, einfache Geräte an, aber auch wirklich technologische, komplexe Dinge, um ihnen zu helfen. Und wir machen das also nicht so, dass wir einfach etwas kaufen und ihnen das geben. Nein, wir fahren mit den Menschen zum DocX und zeigen ihnen das und dann sehen sie, wie toll das ist, frei zu sein. Und dann sagen sie selbst, dass sie das wollen. Vielen Dank, Hosea. Jetzt läuft die Zeit ein wenig aus, deswegen möchte ich Karin einmal wieder zurückholen. Die hat die Fragen aus dem Publikum gesammelt. Karin, du hast jetzt das Wort. Ja, Geld hat hier auch sehr interessiert, als Start in German. Wir haben unterschiedliche Vorstellungen zur Finanzierung. Einmal die Frage, steckt hinter dem Konzept der liebenden Stadt und der Aktivierung und Eigenverantwortung der Bürger nicht auch die Idee, dass die Stadt einfach nur Geld im Sozialbereich sparen will? Also ist all this idea of a loving municipality? Ja, dieses Konzept der liebenden Kommune, Unabhängigkeit der Bürger, geht es da nur darum, Geld zu sparen und ich glaube, die Frage wurde schon beantwortet. Was passiert, wenn sich die Politik ändert? Wenn einfach kein Geld mehr vorhanden ist. Also
Geld haben wir, glaube ich, schon viel beantwortet, war aber eine große Frage. Aber aus derselben Zuschrift kommt nochmal ein sehr spannender Aspekt. Da heißt es nämlich, in Germany, ich sage es erst auf Deutsch, in Deutschland gibt es zahlreiche Initiativen und auch Selbsthilfegruppen, die sich kümmern, auch beim Empowerment helfen. Gibt es solche Gruppen in Dänemark nicht? Hat Aarhus das Konzept deshalb entwickeln müssen, weil es eben keine Selbsthilfegruppen gab? So to speak, ja, gibt es eine Zivilgesellschaft mit Unterstützungsgruppen, mit nichtstaatlichen Organisationen, die die Menschen unterstützen können? Bieten Sie jetzt hier eine Lösung, die die Zivilgesellschaft nicht geboten hat? Springen Sie hier in die Bresche? Wir hatten die gleiche Frage, als wir in Schweden waren mit der Gruppe. Vielleicht erinnern Sie sich. Ja, natürlich geht es auch darum, Geld zu sparen, aber das ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, Beziehungen aufzubauen und es den Menschen zu ermöglichen, ihr Leben so zu leben, wie sie es möchten. Und wenn sie Unterstützung wollen, dass sie diese bekommen, aber dass sie so selbstständig sein dürfen, wie sie möchten. Und natürlich, das ist unsere Strategie. Das Wichtigste ist Freiheit, Selbstbestimmtheit, Beziehung haben, keine Einsamkeit spüren. Das ist unser Ziel, nicht vornehmlich Geld zu sparen. Und dieses Ziel verfolgen wir jeden Tag. Und wenn wir dabei auch noch Geld sparen können, ja, Halleluja, umso besser. Und dasselbe gilt für die Fürsorgetechnologien. Die Zivilgesellschaft, Selbsthilfegruppen, wir haben sehr viel Zivilgesellschaft, auch in Dänemark, und wir haben sehr viele Vereinbarungen mit den unterschiedlichen Gruppen der Zivilgesellschaft. Sie unterstützen uns, wir unterstützen sie, das Rote Kreuz zum Beispiel, mit dem wir zusammenarbeiten, und wir arbeiten hier mit dem Roten Kreuz bei einigen Seniorenheimen zusammen, und sie unterstützen uns wiederum. Es ist ein Geben und Nehmen. Aber letztendlich geht es immer noch darum, Beziehungen aufzubauen und die Menschen zu ermöglichen, eine Beziehungen zu knüpfen. Es gibt bestimmt hunderte verschiedene Vereinbarungen mit Gruppen der Zivilgesellschaft. Und wir geben ihnen auch Geld, und dann machen sie etwas daraus. Setzen Projekte um. Also wir wollen nicht niemanden etwas wegnehmen, und wir wollen nicht die Arbeit der Gruppen aus der Zivilgesellschaft übernehmen. Es soll ein Miteinander sein. Wir wollen niemandem etwas wegnehmen, ganz und gar nicht. Und in diesem Fall ist 1 plus 1 gleich 3. Wir haben eine sehr gute Zivilgesellschaft. Wir arbeiten sehr gut mit denen zusammen, und zusammen können wir mehr erreichen. Aus Bayern, da schreibt jemand, Livestream hat auch Vorteile. Menschen aus ganz Deutschland können teilnehmen. Das freut uns sehr. And the question from Bavaria. Die Frage aus Bayern. Kennen Sie irgendwelche Kommunen in Deutschland, Städte in Deutschland, die diesem Konzept folgen? Sind auch andere dänische Städte Ihrem Beispiel gefolgt? Und ist es eine Bewegung in Dänemark? Gibt es auch andere dänische Städte, die dieses Konzept der liebenden Kommunen übernommen haben? Ich glaube, es gibt keine andere Kommune, keine andere liebende Kommune. Wir sind die erste und noch die einzige. Und in Deutschland, ich weiß nicht so recht, vielleicht wissen Sie das besser als ich. Das letzte Mal, als ich in Hamburg war, habe ich, das war ja auch im Video zu sehen, da gab es sehr viel Interesse an dem Konzept, an dieser Idee, wie man Beziehungen aufbauen kann. Und ja, einige haben fast sogar das Wort Liebe in den Mund genommen, aber ich weiß nicht, was daraus geworden ist. Das musste ja dann wahrscheinlich in die Politik zurückgegeben werden, im Stadtrat besprochen werden, und ich weiß nicht, ob jemand dafür gestimmt hat. Aber vielleicht wird sich das jetzt ändern. Ja, genau. Es kann ja sein, dass jemand das jetzt hört und Interesse daran hat.
eine wird ein bisschen persönlicher. Die erste ist nach der Innovationskraft. Wie schaffen Sie es persönlich, Herr Dutschke, im Alltag und trotz Tagesgeschäft so kreativ und innovativ zu sein? How can you Ja, wie geht das? Wie kann man Innovation ins tägliche Leben einbauen, neben der ganzen Arbeit? Gibt es ein Innovationsteam in der Verwaltung, in der Behörde? Ja, wir haben ein Innovationsteam. Und die Person wurde auch im Video gezeigt, der Leiter des Teams. Und es gibt bei uns den Spruch, entweder ist man für Innovation oder man stirbt irgendwann. Also wir schauen uns sehr viele verschiedene Dinge an, nicht nur ich, auch meine Kollegen aus der Wirtschaft, in der Industrie. Die Leute denken nicht immer nur ans Budget. Also viele sind sehr innovativ und interessieren sich sehr für Innovation. Und Innovation bezieht sich auf sämtliche Lebensbereiche. Und wir versuchen immer, über den Tellerrand hinauszuschauen und versuchen, Ideen und Inspiration von anderen zu bekommen. Wir fokussieren uns nicht nur auf unseren eigenen Bereich, sondern wir arbeiten auch mit der Zivilgesellschaft zusammen, wie ich gesagt habe, mit nichtstaatlichen Organisationen, mit Unternehmen. Wir finden Innovation jeden Tag überall. Deswegen haben wir auch eine Innovationsabteilung. Und manchmal habe ich fast schon zu viele neue Ideen. Man kann nicht alles umsetzen. Und ja, ich bin schon bekannt dafür. Einige sagen schon, ah, hat schon wieder eine neue Idee. Und zunächst einmal wird das dann ignoriert, aber wenn ich dann nicht locker lasse und eine Woche später wieder damit ankomme, dann nehmen sie mich ernst. Also ich interessiere mich sehr für Innovationen. Management auch mit den Kollegen. Ich habe dann die letzte Frage. Jemand hat wohl recherchiert und entdeckt, dass Sie der Sohn sind, dass du der Sohn bist von Rudi Dutschke, und das schreibt Ihr Vater, Herr Dutschke, der Studentenführer Rudi Dutschke, wollte die Gesellschaft durch Revolution verändern, Sie jetzt als Verwaltungsdirektor. Ist das Ihr langer Marsch durch die Institution? I think you've heard the term before. Ja, ich glaube, den Begriff haben Sie schon gehört. Ja, der Vater als Revolutionär und Sie jetzt in der Abteilung für Gesundheit und Pflege. Ist das eine lange Reise durch die Institution gewesen? Ja, das war eine lange Reise bis hierhin. Ich weiß nicht, wie lange ich schon im öffentlichen Bereich gearbeitet habe. Also ich bin schon durch sehr viele, habe schon, ja, meine Reise hat mich durch viele Institutionen geführt. Ja, als System sind wir stark und kraftvoll, und manchmal hören wir nicht auf die Menschen. Und manchmal muss einem jemand den Spiegel vorhalten und einem sagen, ja, es ist wie der Kaiser und den neuen Kleidern. Manchmal muss man jemandem einfach sagen, dass er nackt ist, und die Wahrheit sagen. Und ja, und wie kann man eine offene Regierung haben und die Menschen unterstützt? Ja, denn manchmal glaubt man vielleicht klüger zu sein als alle anderen und steht sich dabei selber im Wege. Also ich versuche, meinen Kollegen zu sagen und auch den Mitarbeitern, ihr müsst eure eigene Meinung haben und ihr habt das Recht, kritisch zu sein. Und das ist wirklich wichtig, denn manchmal wird man betriebsblind. Wenn man so lange in öffentlichen Institutionen gearbeitet hat, dann wird man wirklich ein Teil davon beinahe. Und auf der anderen Seite sind wir innovativ und wir führen viele Schritte durch und sind nie zufrieden, wollen immer noch etwas besser haben. Und wir müssen uns auf das Wichtigste konzentrieren, um etwas zu bewegen in der Gesellschaft. Und das Wichtigste sind Beziehungen für mehr Lebensqualität, um die zu unterstützen, die es am nötigsten haben, die selber nicht die Möglichkeiten zu haben. Und natürlich muss man sich auch um sich selber kümmern, fit bleiben, damit man anderen helfen kann.
Hörer, Zuschauer heute Abend für die Anregung zur Revolution. And I'll pass it back to Jonathan. Und jetzt geht es nochmal zurück zu Jonathan. Ganz herzlichen Dank von meiner Seite, von den Zuhörern. Ja, diese Folie mit der Sprache, mit den Begriffen, vielleicht soll man das gar nicht mal so trennen, sondern irgendwie zusammenfügen, dass man nicht nur zwei Seiten hat, sondern etwas Gemeinsames. Zwei weitere Fragen. Ja, das ist die Folie. Revolution und Administration. Vielleicht sollte man dieses Paar auch noch aufnehmen. Ja, es gab ja viele dramatische Auswirkungen der Corona-Pandemie. Manchmal nennt man das einen Game Changer, etwas, das die Welt auf den Kopf stellt. Aber jede Krise bietet ja auch Chancen, hat auf der einen Seite die sozialen Missstände brutal aufgezeigt. Es gibt natürlich sehr viele verschiedene Sichtweisen und Aspekte. Einige wurden ja schon genannt, aber es gibt so viele Missstände, die hier zutage traten. Und das hat natürlich auch sehr viel Druck hin zu Änderungen zu geführt. Und du hast das ja schon auch gesagt, dass wir jetzt die Chance haben, das ganze Potenzial der liebenden Kommune auszuschöpfen, zu erschließen. Was können wir tun, um diese Chance nicht verstreichen zu lassen? Und dass wir nicht nur liebende Kommunen schaffen, sondern vielleicht sogar eine liebende Gesellschaft. Ich weiß, das ist eine umfangreiche Frage. Ja, das stimmt. Also, wir evaluieren natürlich das, was wir getan haben. Wir werten das aus. Und wir denken auch darüber nach, was wir nach Corona machen wollen, dass wir nicht in alte Fehler zurückfallen. Also hoffentlich können wir beides. Den körperlichen Kontakt, mal eine Umarmung, aber zusammen mit den virtuellen Chancen und Lösungen, die wir erarbeitet haben. Vielleicht kann man das kombinieren und sogar die Rehabilitation unserer älteren Mitbürger noch weiter unterstützen, noch mehr erreichen durch beides, durch die virtuellen Lösungen zusammen mit den althergebrachten Lösungen. Und ich glaube, das ist die Idee. Ideen und Innovation auf der einen Seite, da kann man vielleicht Geld mitsparen und dieses Geld kann man auf der anderen Seite dann dazu verwenden, noch weitere Unterstützungsangebote aufzusetzen, wie zum Beispiel diese virtuellen Lösungen, die ich genannt habe. Also ich kann hier nichts Konkretes sagen. Die Frage war natürlich viel zu umfangreich dafür. Es ist nur ein Versuch, einen kleinen Eindruck zu vermitteln. Ja, sei ein Visionär. Ja, ein Visionär. Darüber habe ich ja die ganze Zeit schon gesprochen. Wie können wir weitermachen? Wie können wir auch nach Corona unsere Mitbürger unterstützen, dass sie frei bleiben, selbstbestimmt bleiben? Das kann aber nicht nur in den einzelnen Kommunen geschehen. Das muss im gesamten System umgesetzt werden, im gesamten Gesundheitssystem, um Ungleichheit zu verhindern und zu überwinden. Wie können Beziehungen aufgebaut werden? Denn darum geht es im Leben, um Beziehungen. Wir sind ja Menschen. Menschen brauchen Gemeinsamkeit, Gemeinschaften. Und mit der Lektion der Corona-Krise, das kann uns inspirieren, kann zu neuen Visionen führen und die uns in der Zukunft weiterhelfen. Ganz herzlichen Dank, Josea Dutschke, für diese tollen Informationen. Herzlichen Dank an Karin für die Fragen aus dem Publikum und auch danke an das Publikum für die E-Mails, die sie geschrieben haben. Und jetzt geht es vielen Dank an die Dolmetscher des heutigen Abends, die dieses Sprachwirrwarr entwirrt haben. Wir sind ja ein bisschen hin und her gekommen, aber es passt wunderbar. We need to rethink our language. Wir müssen unsere Sprache neu denken. Und manchmal ist es doch ganz spannend, was da in den Köpfen passiert, wenn man mit verschiedenen Sprachebenen umgehen muss. Vielen Dank an Sie alle. Ich wünsche Ihnen noch einen sehr schönen Abend und ich freue mich darauf, wenn wir uns dann bald im Körperforum wieder persönlich sehen können. Hat euch das Video gefallen? Dann abonniert unseren Kanal, um kein Video zu verpassen.
Schaut gern auch in unserer Mediathek vorbei auf körber-stiftung.de/mediathek und folgt uns auf Facebook, Instagram und Twitter. Danke fürs Zuschauen und bis bald.